Zum Schluss habt ihr dann aber doch noch eine Übung mit Punkten gemacht. Ja, wir haben natürlich eine Wettkampfform gemacht. Wir haben ja auch ein Heimspiel am Wochenende jetzt in 2 Tagen. In der Übung ging es mir darum, zu akzentuieren und auch das Handicap auszugleichen. 4 gegen 6 ist immer schwierig. Das heißt, es war eine ganz klare Ansage, ich wollte, dass mein Sechser-Team mit zweiten Tempo-Bällen angreift. Das heißt, sie konnten nur Punkte machen über außen, wenn sie im zweiten Tempo angreifen. So, 4 gegen 6. 1, 2, 3, 4, passt. Wir spielen 18-18, wir schruppen alles Mögliche. Da war alles. Ey! Weil die nur zu viert sind, macht ihr nur mit ersten und zweiten Tempo Punkte. Wenn ihr einen Ball mit dem dritten Tempo macht, dann kriegt ihr zwar den Ball, aber ihr kriegt keinen Punkt. Alles klar? Unforced Error zählt doppelt. Doppelregel. Ich sage euch schon Bescheid. Ihr könnt immer Punkte machen. Unforced Error sind 2 Fehler, wie gehabt. Geh los. Da hat doch Lisa nur schlecht geblockt. Wir spielen um 3 Bahnen. Anforst. Doppelt. Solche Akzentuierungsübungen sind Gold wert. Und da kannst du akzentuieren, was du möchtest. Mhm. Du möchtest 2 Punkte für Schnellangriffe, 2 Punkte für Rückraumangriffe. Du kannst, das ist Bier auch immer, du kannst entweder akzentuieren, was du haben willst, oder bestrafen, was du vermeiden willst. Und das sind, wenn man damit ein bisschen rumspielt, findet man ganz schnell ganz viele Möglichkeiten, genau das Ziel zu finden, wo man eine Mannschaft hinkriegen will. Knapp aus, einer oder zwei? Ich hab's nicht gesehen, Matze entscheidet. Das Zuspiel zählt erst ab dem nächsten, ab jetzt. Okay. Jawohl! Banks! Komm! Aus. Knapp aus. Zumachen! Anna, wenn wir angreifen, zuziehen. Wenn Alissa angreift, die Löcher zulaufen. Nicht hier stehen bleiben, sondern zulaufen. Go! Nächster Ball, Feuer! Go! Stark! Wir spielen um 3 Bahnen, komm! Das ist ein Punkt aber. Aufschlagpunkt ist ein Punkt. Wenn das ganz klar Aufschlag ist, ist das ein Punkt. Füße auf dem Boden, Füße. Stark, Nadi! 3 Bahnen bitte. Da drüben liegen die Strupper. 3 Bahnen. Schnell!
Diese Spiele starteten von 18-18 und gingen bis 25. Mhm. Das galt aber nur für das Sechser-Team. Und es gab die Zusatzregel Unforced Error. Ein einfacher Fehler, aus dem Tennis angelehnt, sind für mich Bälle wie, ich schlage den Ball ins Netz, ich schlage einen Ball weit ins Aus, ein Zuspielfehler zweimal, verbaggerte Dankebälle, einfach blöde Fehler. Und das sind die vermeidbaren Fehler, sagt man auch im Deutschen. Und da sage ich auch ganz klar, wenn das passiert, ich akzentuiere, dass man das wirklich vermeidet und sagt, dass, ein Unforced Error zählt doppelt. Also doppelt für den Gegner. Mhm. Das heißt, es waren zwei Akzentuierungen, keine einfachen Fehler und versuchen, die schnellen Bälle zu spielen. Und die Spiele waren immer kurz und knackig von 18-18 bis 25.